Ja, die Feuerwehr Großlomming, Kleinlomming und Knittelfeld wurde heute zu einem LKW-Unfall auf die Gabern-Bundesstraße alarmiert. Ein mit Kalk beladeter LKW stürzte 25 Meter über die Böschung, verlor sein Ladegut. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehren und der Rettung erst versorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber ins LKH gebracht. Derzeit stehen 42 Mann mit 7 Fahrzeugen im Einsatz. Ein Bergeunternehmen wurde angefordert und wird gemeinsam mit den Feuerwehren die Bergung des verunfallten LKWs durchführen.